Ich hatte letztens einen Gedankenblitz. Man nennt mich übrigens auch Kimmy Neutron. Denn während ich letztens in einem Video alles im Waffeleisen zubereitet habe, kam mir die Idee. Ein Laden mit integriertem Waffeleisen im Tisch. Und man kann mit seinen Freunden einfach alles waffeln, was man will. Darum werde ich heute meinen ersten eigenen Waffle It Up Store eröffnen. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Heute ist ein sehr besonderer Tag, ein sehr besonderes Video, denn die Geburt von Waffle It Up ist heute. Nur jetzt ist es noch nicht geboren, wir müssen es erstmal gebären. Aber die Idee ist gezeugt und jetzt bin ich einfach nur richtig gespannt, denn am Ende des Videos möchte ich meinen eigenen Concept Store, meinen Pop-Up Waffle It Up Store haben und dort meinen Freunden exklusiv ein Restaurant-Erlebnis bieten, wo die sich halt wirklich so fühlen, als wären sie in einem Restaurant und könnten ihr Essen bestellen und erleben halt dieses gastronomische Erlebnis, ja. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Gut ist schon mal, dass das Konzept steht. Ich habe das Ganze schon mal aufgemalt. Es wird ein Tisch sein, dort werden 4 Löcher drin sein und in diesen Löchern werden die Waffeleisen integriert sein, sodass sie ebenmäßig mit dem Tisch auf einer Fläche sind und davor hat man halt seinen Teller und dann können 4 Leute an einem Tisch sitzen. Quasi eine Mischung aus Raclette und Korean Barbecue. Die Location habe ich mir überlegt, da jetzt so geiles Wetter ist, wird es einfach draußen auf meinem Hof stattfinden. Dann haben wir auch so ein Open-Air-Feeling. Das ist doch einfach sommerlich schön. Und ich möchte, dass das so von vorne bis hinten einen pinken Faden hat. Also einen roten Faden, aber einen pinken, weil ich mag pink mehr. Und deswegen dachte ich, brauche ich auch die perfekte Arbeitskleidung dafür und ich lasse mir einfach so ein Hemd besticken. Bei IKEA gibt es nämlich so einen Bestickungsservice und da kannst du dir einfach frei auswählen, was die besticken. Und ich schwöre, der Typ war so korrekt, der hat mir einfach das in so verschiedenen schönen Pastellfarben drauf gestickt. Und ey, also vom Look her bin ich auf jeden Fall schon mal Mitarbeiterin des Jahres, oder? Waffle it up! Und neben diesem Tisch mit den Waffeleisen drin, finde ich, ist das Wichtigste eigentlich die Speisekarte. Das Gute ist, ich habe schon ein bisschen Erfahrung gesammelt und einen Tag nur diese Waffeleisen-Sachen gegessen. Und die Sachen, die ich da gegessen habe, habe ich auf jeden Fall in die Speisekarte übernommen. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden. Ich hatte einen ersten Look für die Speisekarte, da war alles einfach auf einem Zettel, das habe ich dann aber einfach verworfen. Aber die neueste Version, ich schwöre es euch, die finde ich richtig geil. Da werden wir auf jeden Fall nachher mit den Gästen auch noch einen Blick drauf werfen, denn Leute, die sind durchdacht. Von hinten bis vorne. Die grundlegenden Sachen sind eigentlich in meinem Kopf geplant. Das bedeutet, meine Freunde können eingeladen werden. Ja, jetzt muss nur noch der ganze Laden eigentlich aufgebaut werden. Ich habe hier extra dieses Exemplar dabei. Und dafür werden wir jetzt hoffentlich einfach hier was anfertigen lassen können. Sonst müssen wir extra eine Kreissäge, eine Lochsäge kaufen und das selber machen. Vielleicht sind die ja so geil drauf und machen uns den Tisch hier jetzt schon fast fertig. Also die Platte auf jeden Fall. Da muss ich noch irgendwas anderes einfallen lassen. Aber das wird alles. Wir schauen mal. Hier. Alter! Nee, das ist ein bisschen unstabil, glaube ich. Das ist ein bisschen blöd. Okay, wir haben hier viele Balken, wir haben hier viele Leisten. Wir bauen uns ja quasi unseren eigenen Tisch. Und dafür sind diese Dinger eigentlich ganz geil. Da gehen wir dann auf diese Dinger als die Holzplatte legen. Das ist eine perfekte Tischgröße. Das ist es. Also wenn hier können perfekt 4 Leute dran sitzen. Das sieht auch gar nicht mal so scheiße aus. Jetzt brauchen wir hier eigentlich noch 4 Löcher in der passenden Größe rein. Ich bin gerade wie so ein richtig krasser Handwerker und so ein richtig independent DIY-Queen. Wir haben jetzt doch so eine dickere Platte genommen, die ist stabiler. Vielleicht eröffnen wir den Laden ja doch noch und dann bleibt das. Dann ist es der Originaltisch, den es da wirklich gibt. Hört schon, hier wird richtig gearbeitet. Und ich glaube, man kann das hier auf jeden Fall machen. Oh, ist das geil, du Alter. Ein paar Zentimeter später. Schlechte Nachrichten und gute Nachrichten. Wir konnten das da gerade nicht sägen lassen, aber das hätte auch einfach 80 Euro insgesamt gekostet. Das bedeutet, es ist günstiger, sich hier eine Stichsäge zu kaufen und das einfach maßgenau selber zuzuschneiden. Und da ich ja Erfahrung habe, ja, mit dem Bauen und mit dem Herstellen von Dingen, kriegen wir das easy hin. 117 Euro, also ne, sich selbstständig mit so einem Waffelladen zu machen, ist nicht günstig. Stichtag, Freunde. Heute werden wir die Stichsäge, die wir gekauft haben, benutzen. Und ich habe hier auch schon alles aufgebaut. Das hier wird der erste Prototyp-Tisch meines Waffle It Up Stores. Wir haben hier natürlich unsere Zeichnung, damit ich nichts verkacke. Und in der Theorie wird das jetzt richtig geil. In der Praxis, ich schwöre, keine Ahnung. Erstens habe ich gedacht, dass wir einfach nur einen Kreis ausschneiden müssen und das dann ganz easy da durchstecken können, dieses Waffeleisen. Aber es ist alles komplizierter als gedacht. Darum werden wir uns aber gleich kümmern. Erstmal malen wir jetzt hier dieses Grundprinzip auf. Ich werde 3 Gäste haben. Ich bin auch selber Gast in meinem Restaurant. Ich muss es natürlich auch selber testen. Deswegen brauchen wir Platz für 4 Leute. Ich habe überlegt, ey, nehmen wir so einen großen Teller oder so einen kleinen. Aber wenn ich mir das so anschaue, man hat hier seinen Teller, so ein bisschen so, eine kleine Kante, vor einem das Waffeleisen in dem Tisch. Man könnte auch einfach das Waffeleisen auf den Tisch stellen. Wir machen das cool, wir machen das richtig geil, weil das ist Waffle It Up, Mann. Wir sind hier nicht einfach bei Waffle It. Wir müssen mit den kleinen Tellern arbeiten. Es gibt ja immer so kleine Portionen, deswegen passt das auch mit den kleinen Tellern ganz gut. Das sieht schon mal besser aus. Okay, sollte ich das? Ja. Wir sind professionell, wir messen das hier auch alles ab. So. Wir sind sehr professionell hier. Wir machen das jetzt doch alles mit Augenmaß. Wenn der Teller da steht, dann das hier. Dann ist hier die Linie, dann steht hier das andere Waffeleisen. Dann hat man perfekt. This is perfect. Perfect. Perfect.
Das müsste genau parallel jetzt zueinander stehen. So, hier wird Anna sitzen. Schreibe ich schon mal hin. Cool, ich finde das jetzt schon super geil, ne? Also das, was ich hier gerade an den Tag bringe, ne? Das ist Stochastik, Algebra und eigentlich ganz hohe Mathematik. Also ich versuche gerade, ich habe hier... Ich kriege ein bisschen Brainfuck. Wenn ich nachdenken muss, dann tut mein Kopf einfach weh manchmal. Ich habe hier jetzt schon mal ausgemessen. Wie groß muss ja da drin liegen? Und dann muss das hier, ist das Stück, wo eigentlich was das hält. Und dann muss ja hier so ein großes Loch sein, dass das hier bis zu der Kante halt so groß ist, aber nicht größer als die Kante, damit das nicht da durchfällt. Also muss das im Durchmesser, versteht man gerade? Ich verstehe mich selber nicht. Ich habe jetzt hier gerade was aufgezeichnet mit 5,5 cm an 0,5. Dann habe ich hier einen Strich gemacht, dann nehme ich aber doch den, mache 0,5 cm von diesen 2 cm entferne ich. Hier ist der Mittelpunkt. Ich schwöre, wenn das klappt, ne, dann esse ich dieses Stück Holz, das äquivalent durch Fressenleben. Ich muss jetzt einen perfekten Kreis machen und ich mache es einfach wie bei SpongeBob. Hey, wenn ich das sehe, ich bekomme so Bock auf den Ofenkäse, ne, bei dieser Rundigkeit. Ja, fast, ne? Storno! Wir können ja noch gar nicht anfangen zu sägen, weil... Wo wollen wir denn anfangen? Das ist ja so eine Stichsäge. Wir müssen ja quasi von hier reinsägen. Und wo wollen wir anfangen, wenn da kein Loch drin ist? Deswegen, ja, eine Stunde später habe ich hier diesen Nagel reinbekommen. Jetzt sind wir mittlerweile endlich durch, ne? Ey, das war der größte Film, ne? Und ich glaube, jetzt können wir beginnen. Ey, jetzt habe ich hier mit Hand, ne, so ein monströses Loch reingemacht. Da, jetzt war ich richtig bereit, diesem Ding die Stiche hier zu geben. Aber hier ist einfach kein Akku dabei. Es ist nur die Stichsäge ohne Akku, die aber mit Akku betrieben ist dabei. Also das bedeutet, ich muss jetzt nochmal zu Obi und nochmal einen Akku für die Stichsäge holen. Also so ein Restaurant zu eröffnen, das ist wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen, ne, und vielen Gängen zum Obi-Fachmarkt verbunden. Das gestern, das hat uns wirklich Zeit gekostet. Aber heute sind wir viel besser vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir das jetzt alles hier schaffen. Direkt. Wir haben einen Akkubohrer. Akkubohrer. Wir haben einen Akku für die Stichsäge. Und jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Ha! Guck mal, ich bin jetzt genau... Das ist ja so exakt. Okay. Ja, jetzt ein Loch. Es ist ein bisschen krumm und schief. Es ist, ja, schon sehr schief. Jetzt kommt der große Moment. Also so vom Augenmaß her würde ich sagen, das passt dann nicht durch. Aber, okay, wir probieren. Okay, es... Wie? Wenn wir das jetzt hier drunter schieben... Wenn das jetzt passt, ne? Dann steht, glaube ich, der Öffnung nichts mehr im Wege. Okay. The big moment of the truth. Ja. Ja. Oh. Oh mein Gott. Das ist ja übel geil. Meine Fantasie ist schon komplett ausgeleert eigentlich. Ey, wie geil. Ja, genau so habe ich es mir erträumt. Es sind alle Löcher drin. Das sieht aus wie so eine Muschel, oder? Das sieht total toll aus. Ich bin super knapp dran. Der Tisch ist nicht fertig. Es ist, oh mein Gott, ich höre quasi schon das Klingeln an der Tür. Ich muss mich jetzt unnormal beeilen und ich weiß nicht, wie das hier jetzt wird, ne? Diese Milch. Es ist so rau, man sieht jeden Pinselstrich und ich hoffe jetzt, dass das Ganze das einfach jetzt ein bisschen verbessert. Wie verhält sich das, wenn Wachsglasur auf den Boden tropft? Der Tisch ist soweit fertig. Es kann eigentlich, glaube ich, losgehen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alles bedacht habe. Das sehen wir auf jeden Fall erst, wenn die Gäste da sind und die essen. Ich war natürlich die Lebensmittel einkaufen und ich habe auch noch so ein paar kleine andere Dinge gekauft. Das werdet ihr noch sehen, das ist richtig geil. Freunde, es ist 18 Uhr. Das bedeutet, in einer Stunde kommen die Gäste und es muss noch alles aufgebaut werden. Die Küche, da muss noch alles vorbereitet werden. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ist endlich fertig. Oh mein Gott, es ist... Wie
cool. Ja, Mann. Jetzt kommt das eigentlich Wichtigste, das Essen. Das muss ich jetzt auch noch schnell vorbereiten und dann kommen eigentlich auch schon gleich die Gäste. Die Vorbereitungen sind fertig. Ich habe hier einfach so kleine Cups und da ist eigentlich alles drin, außer jetzt diese Teigwaren. Die werde ich dann frisch aufmachen, wenn die Leute das bestellen. Sonst ist eigentlich alles schon vorbereitet. Es gibt dann einfach mal so Sets. Da ist die Pizzasoße bei, da ist Mozzarella, Salami. Hier schon mal die Mozzarella-Sticksoße. Die kommen aber dann natürlich auch erst später, weil die ja noch gefroren sind. Das Einzige, was ich schon mal vorkoche, sind die Nudeln. Die kommen nämlich dann mit dem Käse und der Soße da rein und dann wird das geil. Also das Rezept habe ich vorher auch noch nie ausprobiert. Das werden die dann testen. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Es ist alles... Oh nein, oh mein Gott, es fängt einfach an zu regnen. Okay, mit den Wetterbedingungen, damit habe ich nicht gerechnet. Ey, wenn es gleich richtig gewittert, ne, dann sind wir am Arsch. Egal, dann habe ich immer... Die ersten Gäste sind da. Willkommen! Willkommen! Hier ist Waffeleder. Welcome, welcome! Was geht ab, Mann? Was geht ab? Hallo! Was geht ab? Was geht ab, Mann? Die ersten, glaube ich. Ihr seid die ersten. Die ersten. Ja, hau doch mal Scheiße, oder? Ist das kein Schirm? Oha. Wir lassen uns durch die Welt herum. Was ist das denn? Wie krass. Findest du? Ja, also setzt und nehmt euch gerne Platz. Ich meine, Nachbarn denken, oh, ich hätte Schaden. Genau. Aber dann, wie hast du das mit dem Strom gelöst? Ja, das kommt gleich noch. Weil ich sehe hier unten noch so. Ja, was? Das kommt gleich noch. Früh? Ihr seid perfekt. Ist das so eins, wo wir mit anpacken müssen? Nein, Quatsch. Das ist ja der Wahnsinn. Willkommen. Hä, kennt ihr schon diesen neuen Laden in Hildesheim? Ich glaube, der heißt Waffled It Up. Waffled It Up. Kann man hier reingehen? Sie können in den Laden reinspazieren. Wow, also sie sehen ja auch phänomenal aus. Also das ist ja ein bisschen sexy auch. Ne? Ja. Oh, hallo. Ihr seid auch bei Waffled It Up. Du hast uns einfach reden müssen gelassen. Jetzt regnet es aber. Scheiße, Alter. Ey, das war das Teil deines? Ist es ein Adventure-Essen? Ja, gleich bekommt ihr. Sollen wir einfach Regenschirme? Also das Ding? Es geht rückwärts. Sollen wir Regenschirme nehmen? Ich glaube, wir gehen rein. Also erstmal setzt euch einmal. Das ist richtige Speise. Warte, setzt euch erstmal hin, ja? Freut mich, dass ihr alle hier seid, dass ihr meine Gäste seid. Hier exklusiv bei Waffled It Up. Ja, wir testen das Ganze. Das könnte das neue Ding werden. Es könnte expandieren. Dubai, Türkei, überall, ja? Deswegen, ihr seid die ersten Zungen, die das heute probieren werden, ja? Ja. Genießt dieses Erlebnis. Das Prinzip, das steht hier auch nochmal drin. Ich habe hier Speisekarten für Sie. Einmal das, einmal hier Ihr Menü und das. Und dann können Sie mir gleich, können Sie sich erstmal ein bisschen Zeit nehmen. Krass. Ne? Einfach ein Menü. Boah, jetzt fängt es echt ganz schön doll an zu reden. Waffle it up. Rückzug? Ja. Okay. Also die Teller sind nicht befestigt, ne? Nur, dass ihr wisst. Das Ganze hat sich verlagert. Kaffee. Ja, ne, es ist extra hier eingerichtet. Farblich stimmt halt auf jeden Fall alles. Waffled It Up! Immer wenn ich Waffled Up lese, muss ich sagen, willkommen bei Waffled It Up! Du kannst auch gerne laut vorlesen. Ja. Wir freuen uns vom ganzen Herzen, Sie hier in unserem neuen... Der Satz ist einfach zu Ende. Echt jetzt? Achso, neun, oh Mann! In unserem neuen. Oh Mann! Sorry, wer ist wir? Ich und meine Crew. Waffled It Up Store begrüßen zu dürfen. Wir sind der weltweit erste Store, der es Ihnen ermöglicht, direkt am Tisch frische, außergewöhnliche Snacks in Waffelform zu genießen. Unser Prinzip ist, mit einem IQ ab 35 zu durchblicken. Jedoch erkläre ich es gerne auch nochmal schriftlich. Vor Ihnen befindet sich unser patentierter Mini Waffle Maker 3000. Dieser ist so im Tisch integriert, dass Sie das vollkommene Gommenerlebnis innerhalb weniger Sekunden erleben können. Und hier ist auch, das ist wie so eine Muschel und da drin ist die Perle, ne? Ja, genau das ist es. Toll. Für die Aquavasser. Unser Motto, Liebe geht vom Waffeleisen in den Mund und dann durch den Magen weiter über eine Speiseröhre hin in den Darmtrakt. Das ist nicht wahr. Diese Geschichte ist frei erfunden. Okay, durch den Magen. Sie müssen hier nicht ewig auf Ihr Essen warten. Nein, ganz im Gegenteil. Bestellen Sie sich so viele Kleinigkeiten, wie Sie wollen und bereiten Sie diese ganz einfach frisch in Ihrem eigenen persönlichen Mini-Waffle-Maker 3000 zu. Sie müssen diese mit niemandem teilen. Ja. Denn jeder hat einen eigenen Mini-Waffle-Maker 3000 zu. Wow. Nutzen Sie den Mini-Öl-Dispenser. Ihr Waffle It Up Erlebnis wie geschmiert. Das Öl verhindert, dass sich Rückstände an den Mini Waffle Maker 3000 absetzen und ermöglichen Ihnen so einen sehr angenehmen Aufenthalt im Mini Waffle Maker 3000. Ah, shit. Bitte waffeln Sie keine eigenen mitgebrachten Speisen im Mini Waffle Maker 3000. Bei Verstoßen droht Ihnen bis zu 3000 Euro Geldstrafe und eine dicke fette Anzeige wegen illegalen Waffelhandel. Eine dicke fette Anzeige, Alter, also pass gut auf, mein Freundchen. Bei sonstigen Fragen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aber nerv mich nicht, weil ich will auch irgendwann Feier machen, okay? Also ich bin eigentlich der perfekte Mensch, um das so zu lesen. Ich habe das auch richtig.
richtig aus deiner Dingsrolle geschrieben. Also das war die Einleitung. Und jetzt könnte ich ja erstmal eine Vorspeise aussuchen. Geil, ich weiß, was ich will. Müssen wir den ganzen Gang nehmen? Die Ballermann. Ich glaube, das wird geisteskrank. Kann ich erstmal Wasser haben mit Sprudel? Ja, ich auch. Ich möchte auch was zu trinken. Boah, also hier nochmal die Speisekarte. Es gibt herzhaft Egg Waffle mit andalusischem Touch, Waffle Locato. Das klingt wie Valomat, aber ist cool. Sticky Moss Waffle, Buttermilk Waffle mit Erdbeeren. Haben Sie sich schon entschieden? Darf ich Ihnen schon eine Bestellung aufnehmen? Wie wär's mit der Vorspeise vielleicht? Ey, krass, ey, das fühlt sich wirklich an wie in einem Café hier so, ne? Ja, ich fühle den Vibe um dich. Gut, das ist so schön. Ey, ich sag also, ehrlich. Ich hätte gerne zur Vorspeise einmal die Buttermilk Waffle. Ja, einmal die Buttermilk Waffle, auch dann schön mit Erdbeeren, ne? Ja. Wahrscheinlich für Sie, junger Herr. Für mich einmal die Heatwaffle. Die was? Heatwaffle. Die Eggwaffle. Ja, ja. Ah, okay, die Eggwaffle. Das ist eine ganz sehr, sehr gute Entscheidung für Sie. Für mich? Boah, was ist die Sticky Moss? Also das, wirklich, das würde ich Ihnen empfehlen. Das ist, was ist das? Das sind die Sticky Mozzarella Waffles. Boah, hätte ich das bloß gewusst. Ihr könnt ja untereinander teilen. Ja, dann nehme ich die Sticky Moss. Bro, wir können tauschen. Ja, ich habe eigentlich eher Bock auf die Butter. Alles klar, aber dann du kannst auch was Dings. Das Gute ist ja... So. Hast du auch was anderes? Hast du Egg Waffle? Ich habe Buttermilk Waffle. Ey, krass, dann können wir alle alles probieren. Genau, und ihr könnt ja das an den Tisch stellen. Ne? Hier ist ja genug Platz. Und, ey, stimmt, das ist eigentlich voll das geile Prinzip, weil wenn wir uns nur so Kleinigkeiten bestellen, jeder was Verschiedenes, dann kommt es hier hin und jeder kann davon eigentlich probieren. Gut, dann kümmere ich mich mal um Ihre Vorspeisen, ne? So, meine Damen und Herren, Ihre... Wenn die es angemacht, dann nehme ich mal dieses Dings raus. Ja. Ne? Das genau, das ist das kleine Ölspray. So, meine lieben Damen und Herren, die Vorspeise ist da. Das Ganze ist so klein portioniert. Wir haben hier einmal die Moss Stick, dazu eine Soße. Die kann man dann einfach da reintun. Also man kann dann immer wieder neu bestellen, wenn eine Portion sozusagen fertig ist. Ne? Dann haben wir hier einmal für Sie Buttermilk mit Erdbeeren. Das ist schade. Man denkt jetzt erstmal, okay, was ist das? Ne? Das Seasoning. Ja, ich erkläre euch das gleich, ich setze mich auch dazu, ne? Ich esse ja heute mit. Und eigentlich, ne, wenn das dann so wäre, dann könnte man immer wieder was Neues bestellen und so. Ne? Das ist nur, dass ihr wisst. Ne? Das fängt jetzt erstmal langsam an. Entschuldigung, können wir vielleicht nochmal Besteck bekommen? Ja, klar. Das ist ja sogar beschriftet. Ja, genau. Er muss da Öl erstmal ins Feuer gießen? Ja. Oder also wie läuft gut, das? Ne, bei diesen Sticks muss nicht. Nicht, ne? Geht da nichts. Und wir müssen erstmal öfter. Alter, ja, meine jetzt. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, ne? Ey, das ist abnormal. Apparate? Wow. Boah, was? Nasty. Kannst natürlich auch das so theoretisch aufschneiden und dann in die Mitte Nutella tun und so, ne? Also da sind die, ne, Kreativität, das da kann auch rein Lauf gelassen werden. Das ist wirklich krass, ne? Man merkt auf jeden Fall, du hast Erfahrung mit so, mit so fancy Essen. Das ist doch eine super Idee. Boah, ich würde das so schon fetzen. Also hier brutzelt auf jeden Fall schon krass, ne? Ja, und da kommt heiße Luft. Zeig mal ein bisschen, boah, das riecht so geil. Ich trau mich nicht, nein, ich warte bis es fest. Boah, alter Shit, ich bin jetzt überzeugt, ne? Ich sag ehrlich, ich bin jetzt schon überzeugt. Das ist safe schon fertig. Kommen wir mal die Burger fertig. Boom! Hörst du das? Ich finde, dieser Mozzarella, das so heftig schmecken. Ich hab so richtig Hunger auf deinen. Ey, ich bin so ungeduldig. Ey, check mal ab, aber das kriegt schon richtig diese Form, ne? Boah. Oh mein goodness, oh mein damn. Liebevoll, Mann, krass. Boah, oh mein Gott, das ist ein Moss. Ey, ist das schon fertig? Was meinst du, Kim? Ah, ich will noch ein bisschen. Kim, komm, mach mal die Burger fertig. Mit dem Saubermachen, da habe ich noch keine Lösung für. Du hast hier einen braunen Fleck, ne? Das ist mein Contouring. Oh ja. Oh. Ja, du musst es verblenden. Wow. Das sieht echt crazy aus. Sieht richtig lecker aus. Ich will auf jeden Fall ausmachen. Der ist geil. Ey, ich will auch noch so einen Butter. Ich will einen, wie du hast, mit diesem Mozzarella. Ja, das können wir uns teilen, wenn wir uns das auch teilen. Deal? Ja, nee. Die Diener hier. Boah, heftig. Und jetzt kommt das hier noch zum Einsatz. Ja, das ist diese geile Mozzarella. Was geht vorbei. Vorbei. Wow, auch fertig? Was sagt ihr? Der sieht schon gut aus. Und ist ja jetzt die Schokoladenkern drin. Wow, yes. Okay, jetzt mache ich mir auf jeden Fall das Ei schon mal, bevor ich das jetzt probiere. Schlau. Dann kann das hier schon mal... Okay, ich schneide das jetzt mal an. Geil. Yes, come on. Du machst mich fertig hier. Probier mal. Warte, ich muss erstmal. Geil. Das hier sind auch neue Rezepte, ne? Das hatte ich ja auch nicht getestet. Ist durch? Das ist so lecker. Das ist richtig nice geworden, ehrlich. Hier, probier mal. Wisst ihr, und jetzt teilen, das ist doch einfach, ne? Als wäre man eine Familie und man teilt halt hier richtig schön. Wow. Ich verstehe, warum das diese Chef's Recommendation ist. Probier mal. Richtig gut. Boah, der Cheese Pull. Richtig gut, ne? Ja, schmeckt richtig gut. Darf ich das probieren?
geil. Mm, Mozzarella-Sticks an sich schmecken ja schon geil, aber die sind halt nochmal extra crispy so. Mm. Mm, das finde ich so geil. Boah, krank. Was haben wir da? Hauptspeise. Oh mein Gott. Waffle, Cheese, richtig gut, weil Fries. Das ist krank. Mit und auf jeden Fall Waffle-Pizza. Die gibt's auch, ja, gerne, gerne. Und Mac and Waffle kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Mac and Waffle auch, dann haben wir drei Gerichte. Ich hab für euch alle mitbestellt. Gut, ich weiß Bescheid, was ihr wollt. Ich gehe wieder in die Küche. Die haben Spaß, Leute. Die haben Spaß, ne? Die sind total im Geschehen. Der Hauptgang wird jetzt hier hinten in der Küche vorbereitet. Das Gute ist, ich habe das hier alles schon vorher vorbereitet, die Sachen, die ich vorbereiten konnte. Das bedeutet, das geht alles super schnell auch. Es wird geisteskrank. Okay. So, wir haben einmal die Waffle Fries. Ja, für mich. Okay. Kannst du alles in die Mitte legen, ne? Wir teilen das dann auf. Fair. So, das gehört zusammen. Teilen das dann fair auf. Dann haben wir einmal die Mac and Cheese Soße mit Cheddar. Und dann haben wir hier einmal das Pizza Set. Ne? Einmal das mit Mozzarella, mit Rindersalami und Tomatensauce natürlich. Das ist schon mal genau richtig platziert. Was wird das? Der Triple Double Whopper Pizza. Boah, was? Ja, ey, wir haben die Matrix durchbrochen komplett. Jesus. Alter, geil. Ich hab grad auch. Sag jetzt nix, ne? Wir gucken jetzt einmal einfach alle gemeinsam rein. Und ich glaube, das wird wahnsinnig. Wow. Es ist crunchy. Ballon. Waffle Pizza geil, approved, kommt auf die Karte. Das ist krass. Wir bringen Waffle Pizza auf die Karte. Dieses Ding ist dunkel oben, ein bisschen zu dunkel, aber sonst gut. Boah, diese Waffle Pizza ist auch geil. Wenn es so einen Laden gäbe, das ist so Kandidat für so Favorite-Laden-Type-Shit. Ehrlich? Oha, danke schön. Du kannst mit deinen Freunden einfach hingehen, die bestellen und einfach entspannen, quatschen. Ja. Hier ist nochmal so eine Pizza-Kaizone, auch gestörtes Maximus, Leute, seid mal ehrlich. Und voll geil, dass das jetzt so diesen Waffel-Charakter hat, oder? Welches Wort ist laut? Wow, ich hab keinen Tank mehr. Wir waren dabei. Waffel 2023. Wir sind hier komplett am Waffeln, Alter. Hier sind euren Fans auf jeden Fall noch was drin. Schala noch eine ganz wilde Mischung. Einfach Nudeln. Nicht. Und dann kommen die nochmal in Teig. Zeig mal hier, guck mal hier, zeig mal. Oh, boah! Ey, sieht das aus wie eine Nudelwaffe. Das, ne? Ja, davon muss ich ein Erinnerungsfoto machen. Markiert aber uns unseren Laden bitte, ja? Danke. Mal ein Stück mit dieser knusprige. Guck mal, ne? Bist du dein Mac and Cheese? Ich esse meins. Gib mir dein Mac and Cheese, du hast mein Mac and Cheese gegessen. Ja. Dankeschön. Okay, stabil, ich sag ehrlich. Stabil. Wow. Der Mac and Cheese wird hier jetzt eröffnet. Bruder, machst du mit Hut und dies? Bei uns macht man so. Wow. Ja, so ein geiler Text. Du warst ein Trainer gerade. Okay. Hilf mir mal. Abseits. Die Ecke. Bruder, du hast diese Mac and Cheese getrappt. Ich bin so gespannt. Trap House Mac and Cheese. Ist jetzt neu. So, meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, hier ist ein bisschen. Oha, perfekt. Boah. Vier Stücke. Also, was ist das jetzt genau? Also Mac and Cheese mit Teig. Also geil. Darf ich ein Stück? Ja, natürlich. Probiert okay, mal. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. So, meine Damen und Herren, einmal zubereiten, bitte. Bombastic Cider. Ja. Wow. Interessant. Ja. Kann man machen. Doch, kann man auf jeden Fall machen. Eine Besonderheit hier in unserem Hause, das sind natürlich die Nachspeisen. Die eigentlich sogenannten Desserts. Bei uns jedoch heißen sie Seasserts, weil sie alle mit C anfangen. Wir haben Cinnamon Waffles mit Vanille-Eis, Cookie Dough Waffle mit Cookie-Eis, eine Croffle. Das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Das ist ein Croissant-Teig im Waffeleisen. Wirklich atemberaubend. Mit Bueno-Creme und Himbeeren. Oh mein Gott. Und dann haben wir auch noch die Chocolate Waffle mit Beeren. Da können sie jetzt natürlich schauen, was sie begehren. Ich brauche eine Croffle. Croffle mit Himbeeren und diese Kinder Bueno. Mhm. Ich nehme Chocolate Waffle. Gut, dann ziehe ich mich noch mal einen ganz kurzen Moment zurück und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, diese Cinnamon. Die sehen schon heftig aus. Wow. Eine Mini-Cinnamon. Wow, es fehlt ein Kauf. Hier ist ein Croffle-Kandidat. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Boah, sieht so geil aus. Wow. Chocolate. I love you so much. I love you. Natürlich passiert es auch manchmal, dass das hier verrutscht, aber das ist gar kein Problem mit dem ganz einfachen Einrastmechanismus, weil da kann ja klacken. Beim Ertönen des Klackgeräusches wissen sie, dass die Waffe ihre Destination gefunden hat und wieder bereit ist für eine weitere Fuhre. Und sobald das Indikatorlicht hier einmal auf grün schaltet, kann man die Klappe wieder öffnen. Die Waffe kann aus dem Waffelerhitzungsgerät entnommen werden. Was, Bruder? Das Eis kann langsam in kreisenden Bewegungen aufgetragen werden, indem die Himbeeren dann noch drauf gebangst werden. Also das hier ist der All-Time-Klassiker auf jeden Fall. Das Zimt-Spektakel. Du hattest genau das gleiche gerade. Das sieht aber irgendwie so anders aus. Meins ist so crunchy. Fazit. I love it so much und danke. Du bist die beste Croffle-Waffle Queen der Welt. Ey, wenn diese Idee in deinem Kopf war, ne, dann will ich gar nicht wissen, welche krassen Ideen noch in deinem Kopf schlummern. Das ist so crazy, ne? Das ist... Mach bitte einen Laden. Bis zum nächsten Mal.